Auf geht's ins Wochenende mit den Map News und neuen Karten. Wir starten mit der Svitokrtsiskavis. Schwer ist dieser Name zum Aussprechen, aber auf den Bildern bei Motobu S hat man schon gesehen, dass diese Karte etwas für sich hat. Und ja, die Bilder zeigen die Karte, wie sie eigentlich wirklich ist, beziehungsweise fast so wie sie ist, nämlich in Wirklichkeit schaut sie etwas oder einiges besser aus. Es ist wirklich viel hier an Deko und Auflockerungen und sogar ein Fluss ist da. Also mir persönlich gefällt sie. Sie schaut wirklich gut aus. Die Felder sind, ja. Es sind viele Felder. Rechteckig, zum Teil rechteckig, ungleichförmig und. Also ein großer, oder so, viele Felder sind. Die Feldpreise sind auch etwas kleiner. Das heißt, theoretisch könnte man mit ein paar Höfen spielen. Es steht leider nicht beschrieben, wie viele Höfe das hier sind, aber ich schaue etwas mal dann durch. So, Butterfruit haben wir nicht, da haben wir dann auch alles. Gut, Stadtverzöger sind nicht vorhanden, Tiere oder Ställe sind nicht vorhanden, Verträge gibt's, das ist was Gutes, Produktion ist auch keine da und der Wachstumskalender wurde auch etwas verändert. So, die Karte kommt von dem Matthias 14 und er hat die Genehmigung des ursprünglichen Mappers, die Karte zu veröffentlichen. So. Und hier rechts, das sollte der Hof sein. Hat ein Hof. Hier steht noch gar nichts, aber das kann sich ja ändern. So, ich schätze mal, alles was man hier hat, sind Höfe. Ja, Gebiet 5 ist auch ein Hof, also braucht man, sowieso, ich habe das Ganze im leichten Anfängen, im leichten Modus gestartet und damit, dass man auch alles sehen kann. Ja, hier sieht man das Ganze wieder. Also, diese ganzen Gebiete sind sozusagen die Höfe, die man schon besitzt. Und so, jetzt muss ich gerade runter. Und das mit Vollgas. So, da wäre ein Hof. Und das wäre ein Hof. In Anführungszeichen Hof. Da muss man sich alles noch selber hinbauen. So, der ist da weiter oben. Und ja. Also die Karte gefällt mir einmal bis jetzt sehr gut. Also hier haben wir sogar eine Biogasanlage mit einem Fahrsilo, Straßenverkehr und ja, Hügel, schon Berge, die Rundumsicht. Ja, kann man lassen, wenn man, vor allem wenn man weiter runter geht. Ja, bei höher Schatten normal sowieso nicht. Das schaut schon richtig gut aus. So, passt. Dann würde ich mir fast sagen, schauen wir weiter. Mein Resümee, mein Fazit wird diese Karte eindeutig eine Top-Karte. Schade, dass sie nicht auf Motob rauskommt, aber Motob hat diverse Dinge, die nun ja eher hinderlich sind für die Mapper, beziehungsweise dass man schöne Karten rausbekommt. Gut, passt dann
schauen wir die nächste an. Battlemont La Forest ist die zweite neue Karte, auch auf Motobu S. Die Packgröße ist 1,5 GB und ja, man muss sie entpacken. Und was ich so sehe, ist sie auch nicht einmal so übel bis jetzt. Natürlich geht es besser, es geht immer besser. So schaut die Karte von oben aus. Da haben wir auch diverse Positionen eingezeichnet. Ah, hier haben wir sogar Stahlfahrzeuge. L10N fehlt schon wieder ein paar Eintragungen. So, Verträge gibt es auch. Ja, bei den vorigen hat es keine nennenswerten Fehler gegeben. Ich habe zum so keine gefunden. So, Trauben geht nicht zu verkaufen, Oliven geht nicht zu verkaufen, Zucker, Baumwolle. Ah ja, na gut. Schokolade, Bretter, Möbel funktioniert wieder mal nicht. Ja, Äpfel gibt es hier auch, die sind irgendwie auch, ja, sind eingetragen, aber es fehlt noch etwas Richtiges. Und dann Kompost, Zwiebeln, Kohl und das sind, schaut auch gut aus. Gut, der Wachstumskalender wird natürlich auch überarbeitet. So, die Pflanzen sollten auch dichter sein. Hier hätten wir die Hirse. Naja, ich erkenne eigentlich nichts davon. Es schaut so aus, wie wäre das ein Reitstall. So. Gut, das wäre mal der. Kann sein, dass da irgendwas fehlt, aber ja, es war. Ich habe alles entpackt, was dabei war. Ich habe das einfach so hinein. Also, ja. Mais Plus Release auch ein paar Dinge hier. Und ja, das ist auch nicht normal, dass da was so hin und her fährt. Aber mir gefällt's. Und da fährt ein zweiter. Optimal. Sehr schön. Gut. Rundumsicht. Schaut auch gut aus. Irgendwo ist ein Flugzeug hier. Hab nichts gesehen. Ja, die Felder sind gleichförmig und rechteckig. Zugleich auch. Ja. Kann man eigentlich auch so belassen. Aber die vorige, da muss ich sagen, hat mir besser gefallen. Zwei Dörfer gibt es, die Mapper, beziehungsweise von denen er die diversen Mods und oder Gebäude genommen hat, sind Jens Willers, Maxim Agriax, Stefane 35, MA7 Studios, Benoit 95 und Pharma Andy. Wie der Mapper heißt, steht hier nicht. Ja, was noch ist, nämlich von Hof Bergmann, sind die Gemüsegärten da. Ja, Getreide- und Schweinefarm gibt es, eine Rinderfarm, wie gesagt, Mais Plus Rede, dann Gärtnerei, eine Kuhweide im Freien und. Und wenn ihr irgendwelche Fehler habt, dann könnt ihr es ihm schreiben auf Facebook, nämlich Jan Willers, das ist sein Facebook-Profil, da könnt ihr das Ganze hinschreiben, wenn ihr es findet. Gut, passt. Das ist auch gut. So, in drei mit diesem Gebäuden schaut das Ganze 3D-mäßig aus und das, ja, das war eine gute Idee. Das ist, macht wirklich den Eindruck, als würde hier das Ganze wirklich stehen. Also top gemacht. Passt. Gut, schauen wir uns einfach einmal die Updates an und dann sind wir schon wieder fertig. Bei den Updates geht es jetzt so halbwegs schnell.
Nämlich, wir haben hier die Tschechische Republik Version 1.1. Der Mapper heißt Equira. Und ja, gut, was das heißen soll, weiß ich nicht. Karte in Richtung des Dorfes, Plain, vier Felder plus Wiese. Ja, keine Ahnung. Ja, die Karte enthält jetzt standardmäßig realistische Messtexturen und eine echte Stoppeln mit Spurbildung. Also die Spuren in den Stoppeln. Gut, dann Einrichtung eines großen eingezäunten Bereichs für die Platzierung der platzierbaren Industrie wurde gemacht. Das Verhalten der KI-Fahrer im Buyout-Bereich wurde behoben, also Autodrive, angepasstes Verhalten der KI-Treibern an Kreuzungen, also die auf Kreuzungen sollte das Ganze jetzt besser funktionieren. Beleuchtete Fenster wurden repariert, das Layout von Objekten in ZZN wurde geändert, weil die Punkte der KI unendlich ist. Ja, es ist eigentlich nur eine Programmiersache, aber gut. Kleine Objekte in der Landschaft wurden hinzugefügt. Optimierte Ladepunkte bei den Kuhstellen, Melken in Kuhstellen wurde hinzugefügt, kleine BGS hinzugefügt und mehr. Forestry, also Forst, Kettensäge oder Säge, Seasons Ready natürlich auch. Und ja, das war's mit der Tschechischen Republik. Weiter geht's mit der Rios de Sol von Rodrigo BR 1998, Version 1.0.2, da gibt es nur eine Änderung, soweit ich das sehe, nämlich die Bäume in der Nähe vom Bauernhof 9 wurden aufgrund von Verzögerungen und geringfügigen Änderungen an der Karte ersetzt. Gut, so schaut die ganze Karte aus. Ja, mir persönlich gefehlt das gewisse etwas, aber nun ja, so wie ein jeder möchte, Tschechische Republik, da gehe ich jetzt auch noch schnell durch, bevor ich euch in das Wochenende entlasse und ich wünsche euch dann viel Spaß und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.